hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Das werden wir herausfinden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Irgendwie, irgendwo. Und? Hallo. Na? Ja, ihr habt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, mich jetzt hier nochmal zu sehen. Ich hoffe einfach mal, dass die Kamera jetzt nicht allzu asynchron wird. Also ich habe ja, also wenn ich immer in die Richtung gucke, da ist OBS, da gucke ich immer, wie flüssig die Aufnahme ist. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich ab und zu mal darüber schiele. Und ja, ich habe mich wieder auf die andere Seite verkrümmt. Ich glaube, bei Alan Wake wird das immer ein Hin und Her werden. Ich kann mich nicht entscheiden, wo mein Lieblingsaufnahmeplatz so genau ist. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Freitag, der 11.10. 5,5 Stunden habe ich rumgewürcht und habe versucht, die Kamera beziehungsweise das wieder so hinzubekommen, dass ich ja wieder mit Kamera aufnehmen kann. Also ich glaube, ich war noch nie so frustriert. Ich werde immer sehr emotional. Ich wollte auch meinen YouTube-Kanal löschen, weil ich dachte, okay, wenn das nicht funktioniert. Und ich habe dann zum Beispiel auch Camdesk. Also das ist ein sehr einfaches Kameraprogramm. Also da hat man wirklich dann einfach hier seine Kamera und kann hier halt ohne Probleme von A nach B ziehen. Und wollte mit Shadowplay, also mit GeForce Experience aufnehmen, weil das ist mein zweites Aufnahmeprogramm, was ich für alle anderen Let's Plays verwende, die jetzt keine Kamera benötigen, sagen wir es mal so. Und ja, das ging auch nicht. Ich habe alles gemacht. Ich habe mir Tutorial-Videos angeschaut und habe das alles schön gemacht und es wurde einfach nicht erkannt. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da jetzt mit dem Windows-Update, es kam am 11.10. natürlich auch ein Windows-Update, was da genau kaputt gegangen ist. Es gibt auf jeden Fall bei Nvidia ein Tweet, der ist aber, glaube ich, auch schon... Nee, der müsste eigentlich relativ... Ja, nee. Nee, der ist relativ aktuell. Da, ja, habe ich auch mich daran gehalten, habe das so gemacht, wie das dort angezeigt wurde. Das hat auch nicht funktioniert. Also es war eigentlich mehr dieser Frustfaktor, dass nichts funktioniert hat. Also das war so schlimm für mich, da dachte ich mir so, okay... Gut, ich breche ja alles ab. Wie gesagt, ich werde das sehr emotional. Und aber nach 6 Stunden habe ich dann gesehen, dass bei OBS einen Filter gibt, Nvidia Hintergrundentfernung. Und jetzt sitze ich hier. Ne? Also für alle die genau die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme haben. Ich weiß nicht, ob es diesen Filter schon vorher gab. Also mir ist der jetzt nie so aufgefallen. Ich habe auch nicht explizit danach geschaut, weil ich hatte ja eine optionale Hintergrundentfernung und jetzt muss ich mal kurz gucken, weil hier ist nämlich mein Mikrofon, hier, genau hier, das wird nämlich auch ab und zu erkannt, da rücke ich einfach mal ein bisschen hier hin, weil mich persönlich, ich bin wirklich sehr eitel, ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber und bin da halt, wie gesagt, immer dann, also, euch wird es wahrscheinlich nicht nerven, aber mich nervt das halt so ein kleines bisschen, aber ich hoffe, meine Stimmqualität ist trotzdem jetzt dieselbe. Also ich habe es geprüft, es dürfte so sein. Wenn ich mich wahrscheinlich hier rumdrehe, dann eher nicht, aber so eigentlich schon. Also ja, es bleibt spannend bei Alan Wake 2 und jetzt, ja, werden wir endlich weiterspielen mit hoffentlich genügend Texturen. Wir wurden von einem Toten angegriffen. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Was ist mit dem Sheriff passiert? Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Ist der Kurt dafür verantwortlich? Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Stimmt.
Suche nach Hinweisen. Das werden wir natürlich in Angriff nehmen. Hier haben wir schon was. Der Seiten auf dem Boden. Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie das Monster aufhalten. Du kannst ein gesammeltes Manuskript seit dem Gedankenraum lesen. Ach ja, stimmt, Erzählung abspielen. Saga war zurück am Cauldron Lake. Er war auch dort, Nightingale. War es, aber war es auch nicht. Ein Besessener. Eine Kreatur der Dunkelheit. Er war außerhalb ihrer Reichweite. Dort, wo eine andere seltsame Realität, der dunkle Ort, mit der unseren verschmolz. Dieser Ort und der dunkle Ort, darüber eine Plane, die alles unter sich ertränkt. Eine Flut von Dunkelheit, die alles durchdringt, verdirbt, verfaulen lässt. Die Seite nannte diesen Bereich Übergang. Saga musste Nightingale folgen, in den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Es erforderte präzise Schritte. Ein Ritual. Saga würde es erfahren. Das Monster aufhalten, bevor es wieder tötet. Ihre Aufgabe. Er würde drinnen sein und auf sie warten. Das ist so cool gemacht. Das ist wirklich cool gemacht. Und, oh, guck mal, ich bin schon wieder sehr geisterhaft unterwegs. Ja, ich hoffe einfach mal, wenn ich dann rüberspringe von Kamera zu Nicht-Kamera, dass es nur kurzzeitig vielleicht ein bisschen asynchron wird, damit sich OBS wieder einbekommt. So. Wenn du feststeckst und unsicher bist, was du tun kannst, dann denk daran, dass du den Gedankenraum aufsuchen kannst, ja. Wir gucken uns aber trotzdem erst einmal hier ein bisschen um. Na? Taschenlampe war eh, genau. Von der anderen Seite verschlossen. Das Herz ist auch verschwunden. Welches? Hat von ihm? Dieser Wichser mitgenommen? Ne, ich glaube, das war nicht mal Nightingale. Oder der dunkle Nightingale war das eher. So, Falltafel, Karte, Waffenverbesserung. Moment, warte mal, das schauen wir uns natürlich an. Ach so, 14. Hatten wir nicht schon? Ach so, nee. Ich habe ja den ersten Teil nochmal gespielt, weil es wurde ja nicht gespeichert, deswegen. Warte, ach hier, Waffenverbesserung. Ja gut, Kopfschuss. Wir haben ja jetzt ungefähr das Kampfsystem kennengelernt. Das ist ja soweit in Ordnung. Ich würde einfach mal. Halte den Feuerknopf gedrückt und den Autofeuer. Ich würde einfach mehr kugeln. Würde ich einfach. Ich wusste nicht mehr, wie oft sie bereits gefeuert hatte. Nur, dass es mehr Schüsse waren, als sie Kugeln im Magazin hatte. Dennoch ging ihr die Munition nicht aus, als hätte ihr Magazin plötzlich Platz für mehr Kugeln. Er schreit das. Das ist ja so cool gemacht. Sie feuerte erneut. Das ist ja richtig cool. Das finde ich toll. Achso, jetzt bin ich wieder aus, ein bisschen rausgegangen. Das ist ja richtig cool. Was haben wir hier? F-Setter. Bürgermeister ignoriert keine Probleme. Okay. Setter of Mayor. Okay, da kann man anscheinend auch irgendwas. Wie heißt denn das? Irgendwas. Sammeln wahrscheinlich Informationen. Radio. Jetzt müssen wir kurz gucken, weil das ist nämlich so gelb. Diverse Künstler, Verfolgung in Dunkelheit. Ah! Okay. Das sind. Nee. Bin ich wieder draußen? Oh Gott. Ich hab's gleich. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. So. Mama ist zwar nicht mehr da, aber wenn ich das hier lese, habe ich das Gefühl, dass sie noch hier ist. Sind es Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind? Weil wir hatten es doch eigentlich am Anfang gut umgeschaut im Gedankenraum. Aber irgendwie scheint es hier neu zu sein. Saga, ich finde es wichtig, dass Logan sieht, dass du deine Arbeit liebst und wirklich gut darin bist. Dadurch wird sie einiges lernen. Es wird Zeiten wie diese geben, in denen du deine Entscheidungen, deine Kompetenz und sogar deine eigene Vernunft in Frage stellst. Denk in diesen düsteren Zeiten daran, dir selbst zu vertrauen und dich selbst so zu lieben, wie es deine Familie tut. Du wirst nicht perfekt sein, aber ich weiß, dass du Unglaubliches leisten wirst. Hab dich lieb. Mama, auch so niedlich. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Escape, ja. Es gibt Zeiten, Fernsehen braucht man nicht. Genau.
gucken, wie lange die Texturen brauchen, um wieder zu verschwinden. Die werden wahrscheinlich auch vom Dunkeln einfach verschlungen. Nightingale griff uns an. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Wo ist Nightingale hin? Ja, das ist verschwunden. Nightingale hat uns angegriffen, eine Leiche hat uns angegriffen. Ich habe seine Lichtempfindlichkeit gegen ihn eingesetzt, aber er ist entkommen. Ich muss ihm hinterherjagen und herausfinden, was zum Teufel hier los ist. Saga war zurück am Cauldron Lake, er war ebenfalls dort ein Besessener, eine Kreatur der Dunkelheit. Laut der Seite kehrte Nightingale zum Cauldron Lake zurück und er ist jetzt ein Besessener. Saga musste Nightingale verfolgen, in den Übergang einen Weg hineinzufinden, würde schwierig sein. Übergang, was? Diese Seiten ergeben keinen Sinn. So, Stelle. Damit sind noch Kulturverstecke, genau. Da haben wir doch eigentlich nichts weiter. Der Mord am Cauldron Lake? Nee, das war auch. Kann man jetzt hier noch irgendwas machen? Übersehe ich gerade irgendwas sehr Essentielles? Heringmorde? Auch nicht. Okay, habe ich das vergessen? Okay, dann im Obduktionsraum herrschte Chaos, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Nightingale jagte Saga, sah sie nicht, taumelte an ihr vorbei. Die Besessenen konnten nicht ins Licht blicken. Licht verletzte sie. Verletzte die Dunkelheit in ihnen, machte sie verwundbar. Ich lege den Schalter um. Klick. Zeigen Sie mir den Klicker. Kein Licht. Aber da ist jemand. Hemingway brachte sie her, Hexe. Raus aus meinem Haus, rief Nightingale. Eine Welle des Schreckens schoss Saga durch den Kopf. Die schreckliche Wahrheit. Nightingale hatte kein Herz in seiner Brust. Aber hier war er und tötete. Ein Monster. Die Welt war aus dem Gleichgewicht geraten. Sie fanden sich auf der anderen Seite des Spiegels gefangen. Okay. Da haben wir das. Ich bin schon wieder richtig gut. Geisterhaft unterwegs. Escape-Gedankenraum-Falltafel. Wir haben jetzt noch irgendwas bei dem Fall. Ach so, hier. Fall abgeschlossen. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Es handelt sich nicht um einen Einzeltäter, sondern um eine organisierte Gruppe namens der Kult des Baumes. Der Fall ist interessanter geworden. Ich sollte eine neue Akte eröffnen. Ah, guck mal, da haben wir sogar das Gelbe. Ah, den gelben Punkt. Okay. Opfer des Kultmords wurde zum Monster. Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, würde ich es nicht glauben. Ich muss der Sache nachgehen. Es muss eine Erklärung dafür geben. Was ist das? Leiche, Organe des Opfers mit Kritzeleien über sieben Seiten im Brustkorb gefunden. Das muss man aber auch erstmal hinbekommen, da irgendwas drauf zu kritzeln. Den Opfern wurden Texte tätowiert, ein Manuskript sei im Inneren gefunden. Die Schrift hat hier eine besondere Bedeutung. Eine Seite dort, wo sein Herz sein sollte, ein tätowierter Text auf dem fehlenden Herz, kann kein Zufall sein. Nightingale war als einziges Opfer, das ein Monster wurde. Sein Mord passt zu dem der anderen Opfer. Warum wurden sie nicht so auch zu Monstern? Vielleicht werden die ja noch zu Monstern. Casey, der Kult des Baumes, führt Ritual durch, um Monster zu erschaffen. Ich habe keine Erklärung dafür. Wie machen sie das? Was zum Teufel ist hier los? So, da sind wir fertig. Da sind wir eigentlich fertig. Wir gucken uns nochmal ganz schnell, ganz kurz hier um. Da liegt sie. Ja.
arme Frau. Wollen wir nicht auch noch ein bisschen Munition abknüpfen? Ich glaube, Munition wird hier sehr rar werden. Da komme ich nicht durch. Gehen wir zum Cauldron Lake zurück. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Ich finde das so cool, wie auch die Hosen so quietschen beim Laufen. Ja, wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können, Ma'am. Aber das ist doch verrückt, Thornton. Nightingales Herz fehlte. Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Stimmt. Das ist doch Wahnsinn. Monster sind nicht echt. Und was soll das heißen? Der Sheriff ist verschwunden. Puff und weg oder was? Wie durch Magie? Magie ist nicht real. Magie ist nicht real. Stimmt's, Mulligan? Nein, Thornton. Monster sind nicht real und Magie definitiv auch nicht. Wusste ich's doch. Aber sehr hellhörig, das Gebäude. Hier kamen wir ja. Ich habe mir zwar ja schon umgeschaut, aber. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Das ist cool. Ich brauche einen Bolzenschneider. Casey, wir brauchen einen Bolzenschneider. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Okay. Schönes Pärchen. Ja, Mulligan und Thornton. Ja, hier waren wir, okay. Das ist ein bisschen länger her, wie gesagt. Tschüss. Tschüssi. Dem ich das letzte Mal Alan Wake gespielt habe. Aber ich glaube, wir haben es ja hier genügend umgeschaut. Ich weiß jetzt nur nicht, ob irgendeine Tür vielleicht jetzt nochmal extra aufgegangen ist. Ja? Mein Klient wurde lange genug hier festgehalten. Lassen Sie mich jetzt mit ihm reden oder nicht? Ein Moment, Ma'am. Jemand wird gleich zu Ihnen kommen. Wie oft müssen wir das noch durchgehen, Walter? Hm? Mir reicht es langsam mit dir. Ich will raus! Ich will auch raus. Was Schlimmes geht hier vor sich. Ich fühle es. Lasst mich raus! Okay. Aber beim letzten Mal war das so nur einer, der hier in der Zelle saß. Jetzt sind es schon 1, 2, 3, 4. Denkst du, es gefällt mir, dich immer wieder an den Knast zu stecken? Tut es nicht. Weißt du eigentlich, wie viel... Ich krieg es nicht auf. Guck mal, der ist fertig mit Putzen. Ach so, genau. Das war der Toilet Paper Dieb. Oh, warte mal. Ist irgendwas Neues? Welcher Spieler erzählt Toilettenpapier räumt? Klingt, als ob sie zu viel Zeit hätten. Okay, Casey. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja. Wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Ja, aber das ist unsere beste Spur. Das ist dasselbe Symbol wie auf dieser Kette. Oh, sag nicht, wir müssen uns jetzt hier nochmal umschauen. Casey.
Da war es vorher schon da. Wir sind ja von der anderen Seite, glaube ich, gekommen, ne? Entweder sind das Ziele vom Kult oder Kult kommuniziert, dass dort Anhänger sind. Das kann natürlich auch sein. Was mit dem Auto in die Schauplätze reisen? Oh, ich brauche mit dem Bolzenschneider, wirklich, Casey. Ein nieder Bolzenschneider. Immer dasselbe. Ausstempeln und dann ein Bier. Oder vielleicht drei. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey, Murder Case Casey. Sorry. Haha, gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Ja gut, hätte ich mich auch da lassen können. Return 2, das Herz. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Hm. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Danke. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Na toll. Dieser Bereich sollte eigentlich abgesperrt sein. Aber kann man nicht erkennen. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen. Um die Hinweise zu verstehen. Und den Fall zu lösen. Das sieht so toll aus. Frage, ob wir es im Biker treffen. Wie ein junges Reh. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Oh, da haben wir ja jemanden. Hallo. Na? Hallo. Wie geht's euch? Diese Absperrschilder sind völlig nutzlos, nicht wahr? Hallo, Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskeller. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier. Echt heftig. Wie geht's voran? Sie wissen von dem Mord? Wie haben Sie vom Mord erfahren, Ilmo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskeller-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung suchen. Ist gleich unten nach Bright Falls. Dort gibt es unsere Coffee World. Ist ein Freizeitpark.
Wir haben eine Sauna. Sauna, ja, Wichter. Außerdem gibt es Führung. Sie können jagen, angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Schön. Was ist für eine Maschine? Was ist das denn? Nur eine Überwachungsstation, Mann. Das Federal Bureau of Control erwacht technische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient tatsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Polisager. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Meine Mutter hat diesen Pulli gestrickt. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Watery, meine Heimat, wurde von finnischen Zuwanderern gegründet. Was Sie und Ihren Pulli angeht, dachte ich, Sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland, Pula, Kriapirka. Fast. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach eine Erinnerung an Sie. Das Federal Bureau of Control. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Büro sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin wegen einer Reparation hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Das wäre dann alles. Ja, wir haben die Zähne gut geputzt, ne? Gab's da nicht eine Werbung? Was ist das? Was haben Sie gefunden, Steve? Nichts. Nur etwas, das nicht hier sein sollte. Da gab's doch mal eine Werbung, ich glaube, war das Parfümio Zahnpasta, wo die Kinder, also war eine Familie mittags sich und die Kinder sollten alles aufessen, haben auch den Teller gegessen. Dann haben die geworben, die Zähne sind so stark, die können sogar einen Teller. Wartungshinweis, eindeutige. Wartungshinweis, eindeutige Anzeichen von Manipulation, Signal wurde auf einen Sender umgeleitet, der nicht zu uns gehört. Ich habe das Problem behoben, sodass alle Meldungen bei uns ankommen, aber es ist definitiv besorgniserregend. Ich werde einen Bericht für die Ermittlungsabteilung erstellen. Ich lasse das hier für den Fall, dass nicht ich mich um diese Reparaturen kümmere. Wenn du das hier nicht überprüfe, ist alles auf Manipulation. Vielleicht sollten wir das Ding in ein Metallgehäuse einschließen, damit sich die Waschbären nicht mehr vergreifen. Steven Lynch, Cheftechniker. Echt gut geschrieben, ne? Ja, die Waschbären. Was sind das für Waschbären? Gehen wir zum Tatort, Cassie. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers Verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Er war gerade dabei, noch mehr dieser Sachen zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern, oder? Hat ihn vor Nightingale geschützt? Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Kein Spruch von Nightingale. Aber laut der Seite war er beim Cordon Lake in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Ja, hallo, ich melde mich aus dem Off, wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich einige Audio-Synchronitätsprobleme. Keine Ahnung, wie das jetzt wieder passieren konnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Zur allergrößten Not werde ich die Folge einfach nochmal neu aufnehmen. Ich habe nichts dran geändert, aber es fühlt sich ja so an, als wäre ja einfach die Ingame-Audio doppelt so schnell abgespielt worden. Ich habe keine Ahnung, was da schon wieder... ich bin mit meinem Latein am Ende.
Es war schon extrem schwierig gestern, sich da wirklich 6 Stunden lang hinzusetzen und da dran zu bleiben. Jetzt setze ich mich wieder dorthin, anstatt zu spielen und gucke, woran es gelegen hat. Und ja, ich hätte natürlich eine schönere Abmoderation mir gewünscht, weil das Spiel wundervoll aussieht, vor allen Dingen mit dem Sonnenuntergang. Aber ja, es lässt sich jetzt leider nicht ändern. Ich ja, muss gucken, woran es gelegen hat. Und dann hoffen wir einfach mal, dass in der 4. Folge solche Audiosynchronitäten wieder nicht mehr passieren.